Guten Morgen, Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator auf der Basel-Map. Heute gibt es eine ganze Menge zu tun. Wenn wir hier gerade mal auf die Karte schauen, sehen wir hier drei Felder, die im zweiten Erntestatus sind. Hier unten die 47, die müssen wir noch düngen. Die 6 müssen wir noch von Ballen befreien und neu besäen. So, und darum starten wir jetzt auch gleich. Und zwar mit dem hoffentlich richtigen Traktor, ja. Mit dem Valtra. Erstellen wir jetzt erstmal hier das gleiche Mähwerk hin. Nein, nicht so. Hallo? Bitte wieder richtig machen. So. Oh, das hängt auf dem Zaun. Passiert. So. Ich wollte das eigentlich so hinstellen, dass wir gleich starten können. Aber doch, dann machen wir das. Wir fahren hinter, drehen um und stellen das Mähwerk so hin, dass es auch passt. Weil heute gibt es auch keine Zeit zu verlieren. Wir müssen richtig Gas geben. Dass wir alles heute erledigen können. So. Gut. Dann laufen wir mal schnell über die Straße, holen unseren Mähdrescher. Ich hoffe mal, hier ist genug Platz. Bisschen rangieren. So, dann müssen wir den Trecker wegfahren mit dem Anhänger. Den stelle ich einfach drüben wieder auf unseren Hof und dann ist gut. So, und dann fangen wir an mit der Ernte. So. Erstmal aufklappen. So, und los geht's. Wir ernten hier jetzt unseren Raps. Vom beliebtesten Feld ever. Nee, natürlich nicht. Ist eigentlich unser böses Feld. Ist nicht so arg mag. Aber ja. Dieses Mal wird's noch, wird man auch noch mal besäen und nach dem nächsten Pflügen, nee, einmal wird man noch besäen und dann wird man Gras pflanzen, damit man nicht noch mal pflügen müssen. So ist mein Plan. Und wie ihr es kennt von diesem Let's Play, werde ich jetzt einen Cut machen. Ich möchte aber alles hier mitnehmen. Mache ich den Cut und wir sehen uns wieder, wenn das Feld fertig ist. Bis gleich. Und fertig. So, erstes Feld haben wir erfolgreich. Moment, ich muss das abschalten, dann zusammenklappen. Das erste Feld haben wir erfolgreich abgeerntet. Wir fahren jetzt einfach mal so zum zweiten. Weil wenn ich da jetzt wieder den, das Mähwerk abhänge und dann mit dem anderen Traktor rüberfahre, es ist einfach nervig. Deshalb wird auch eine der nächsten Anschaffungen eigentlich der größte Mähdrescher sein, den wir kriegen können. Weil der hat eine Anhängerkupplung dran. Da kann ich, oh, kann ich zumindest, kann ich zumindest das Mähwerk immer mit dem Mähdrescher, Schild machen wir halt mal kaputt, mit dem Mähdrescher transportieren. Ich hoffe mal, es kommt kein Gegenverkehr. Das wäre ungeschickt.
Ja, das erste Feld, das hier hat jetzt ungefähr 23.000 gebracht. Das ist schon ganz okay, finde ich. So, hier haben wir nämlich einen Anhänger voll. Den können wir zumachen. Und den anderen werden wir jetzt gleich, da ist nur ein bisschen was drin. Ja. Bin mal gespannt, es sind noch drei, ein großes Feld noch, die 30. Da wird ordentlich was rüberkommen. Das heißt, wir müssen sowieso auf jeden Fall nach Feld 19 unsere Anhänger leer machen. Weil sonst haben wir gleich ein Problem. Nein! Ah! Verdammt! Nicht immer gegen die teuren Maschinen. So, einmal über die Deichsel hupsen. Und dann starten wir hier auch. Ich denke, wir kriegen locker alles hin, bevor die Felder verdorren. Wir können gerade mal hier reingucken. Ist immer noch zweite Erntestufe. Also alles gut. Und ich ernte mal jetzt. Dieses Feld konnten wir jetzt mal sowas von rasch abernten. Und wir haben knapp 9.700 nochmal gekriegt. Ist jetzt nicht der Brüller. Aber, ja, für die Größe des Feldes ist es eigentlich in Ordnung. So, jetzt müssen wir abbunkern. Am besten ohne unsere Anhänger zu beschädigen. Und dann fahren wir noch zum letzten Feld, Nummer 30, was wir ernten müssen. Ich werde aber wohl vorher die 47 noch düngen, weil die hat es nötig. Möchte ja volle Düngestufe erreichen. Dreimal müssen wir. Gut. Zuklappen und weiter geht's. Ich bringe den Mähdrescher wieder, wenn es geht, so zum nächsten Feld. Ich meine, das sind ja Flurwege. Sollte eigentlich kein Gegenverkehr auftauchen. Gegenverkehr nicht, aber ein Baum. Ey, geh weg. War zu hoch, das Mähwerk. Oh, das wird eng, das wird eng. Oh, knapp, aber reicht. Ich habe jetzt das Mähwerk ja mal gesenkt. Damit sollte man zumindest unter den Stämmen durchkommen. Ja, die Schilder, die müssen halt dran glauben. Gibt's es? Nein! Oh. Verdammte Axt, ich muss da durch! Wie knapp, ey. Und auch nur mit Tricksen.
mal, dass man da drüben jetzt noch durchkommt. Nein. Oh. Oh, verdammt. Also das Mehlwerk kannst du danach eigentlich wegschmeißen. Alles nur, weil ich zu faul bin. Oh, ich vertipp mich auch die ganze Zeit. Weil ich zu faul bin, dann noch einen Traktor zu holen und dann mit Traktor rumzufahren. Ja, viel Platz haben wir nicht. So. Aber wir haben es geschafft. Ein Ziel erreicht. Ich glaube, wir fahren einmal außen rum und dann fahren wir die Längsrichtung. Aber wie gesagt, wir kümmern uns jetzt erst noch um Feld Nummer 47 und um unsere Ladung hier. Die muss nämlich schnell ins Silo. In 30.000 ist schon mal gut. Von Raps haben wir einen Preis von 3.000 pro Tonne uns aufgeschrieben. Wären dann knapp 100.000 Euro, glaube ich. Ne, sogar mehr. Ne, 30.000, 90.000 müsste sein. Pro Tonne 30 mal 90.000, ja. 30 mal 3.000. Na hallo? Warum kann ich den anderen nicht abladen? Jetzt. So, rein damit. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir eigentlich in unserem Silo haben. Das sind jetzt nur 30. Das heißt, wir kriegen sogar einen höheren Preis. Das muss ich mir doch gleich aufschreiben. 3.100. Man muss ja up to date bleiben. Können wir gerade mal die anderen kontrollieren. Gerste. Haben wir noch gar keinen Preis. Dann tragen wir mal die 1.300 ein. Sonnenblumen haben wir auch einen 3.000er Preis. Soja haben wir sogar 4.000. Also der war irgendwann mal auf 4.000. Mais haben wir 1.700. Kartoffeln habe ich noch keinen grünen Preis gesehen, deshalb habe ich da auch noch nichts aufgeschrieben. Aber eigentlich könnte man... Eigentlich könnte man den Raps wegbringen. Muss man gerade wieder aufladen. Das war ein bisschen doof. Den hinteren auch noch. Wir haben, glaube ich, auch noch Schulden. Kann das sein? Nee, keine Schulden. Gut. Dann verlassen wir mal unsere schöne Behausung hier. Halt, Moment, da geht's nicht raus. Hier können wir raus. Oh, aber was da an Matsch ist.
Ist ja ziemlich ekelhaft. Ah, hier können wir auch durchfahren. Es ist unglaublich, wie groß unser Hof hier ist. Gut, dann gucken wir mal. 33.000, also müssen wir knapp 100.000 müssen wir rauskriegen. Oder sollten zumindest. Dann könnten wir eigentlich uns den großen Drescher holen. Ui, ui, ui. Oh. Manchmal bin ich einfach zu schnell. Bin ich bei dem richtigen? Batman, ja. Also 65.700 und 38, also 104.000 haben wir gemacht. Das ist nice. Oh, wir müssen noch. Da könnten wir jetzt eigentlich. Wir könnten uns in den Ballenwagen holen. Also nicht ein Ladewagen, sondern ein Transportanhänger. Den kaufen wir uns in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge machen wir auch hinten das Feld Nummer 30 fertig. Und jetzt machen wir noch. Oh, der ist wieder der Besoffene. Jetzt gehen wir noch schnell das Feld. Nee, lass mal. Wir tauschen mal den Traktor. Na. Und fahren zum Shop. Und, genau. Weil wir müssen ja noch den Ballenladewagen holen. Wir brauchen eine Dolly und den Ladewagen. Das, weil wir haben noch keinen LKW. Aber wie gesagt, das kaufen wir in der nächsten Folge. Und, da sehen wir uns dann auch wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Like, Abo oder Kommentar ist immer gerne gesehen und ciao.